Top 3 Kaffeedüfte. Ristretto Intense Kaffee von Montal ist ein Kaffee mit Rose und Vanille. Also nicht diese ganz buchstäbliche Kaffeeerfahrung, sondern immer noch ein Parfum. Super stark, super intensiv, bringt sehr viele Komplimente. Dann der Kaffee Gourmand Coffee Addict von Theodoros Kalotinis. Ihr habt hier Kaffee mit ein bisschen Kakao, Vanille, aber auch ganz viel Karamell. Also stellt euch vor, Cappuccino, in den ihr wirklich einen ordentlichen Schuss Karamellsirup gekippt habt. Sehr, sehr, sehr intensiv. Er wirkt am Anfang super süß, aber er tont sich runter auf der Haut. Er fängt dann an zu singen. Wunderschön und zum Anbeißen. Und dann haben wir meinen absoluten Favoriten. Der authentischste Kaffeeduft ever. Awake von Acro. Hier habt ihr Kardamom mit Kaffee. Und es riecht weniger wie ein Espresso und vielmehr, als würdet ihr so eine Packung Kaffeebohnen aufreißen. Und der Geruch, der euch dann entgegenkommt, dieses schöne Würzige, auch dieses dezent Schokoladige. Gar nicht mal so süße, sondern eher ein bisschen herbe. Und im Gegensatz zum Namen, finde ich, macht er nicht wach, sondern eher entspannt.